Aspekten rechnen. Hast du einen bestimmten Auftrag ja. für diese Geschichte? Ja. Wie lautet der? Ja, Mendismis ablichten. Und soll das in einer bestimmten Weise geschehen? Sollen es bestimmte Bilder sein? Ja, möglichst sexy nicht. Wie? So ein nettes Mädchen. Ja. Soll sie ein bisschen ausziehen, also. Ja, die will doch berühmt werden, also bleibt ihr nichts anderes übrig. Watch out. Das ist Mandy Smith. Sie kommt gerade aus London. Begleitet von einem Fotografen und ihren Managern ist sie auf dem Weg in das Fotostudio von Bravo. Bravo ist mit einer wöchentlichen Auflage von 1,2 Millionen Exemplaren die größte Pop-Jugendzeitschrift in der Bundesrepublik. Bravo stellt die neuesten Stars und Sternchen aus Sport, Kino, Fernsehen und vor allem der Popszene vor. Hierbei spielt das Foto die Hauptrolle. Bilder sind zur eigentlichen Nachricht geworden. Selten dokumentieren sie aber den Alltag der Stars. Wir wollen beobachten, wie diese Doppelseite mit Mandy Smith hergestellt wurde. Bravo fragt, wie gefällt euch Mandy? Was aber erfährt der Leser wirklich über sie, über ihren Alltag oder ihre Rolle im Musikgeschäft? Zeichnet Bravo ein realistisches Bild? Powder? Eine Affäre mit dem Bassgitarristen der Rolling Stones brachte Mandy in die Schlagzeilen. Ihr Manager nutzte die plötzliche Popularität, um mit ihr eine Karriere als Fotomodell und nun auch als Popsängerin zu starten. Fotografien von Mandy in möglichst vielen Zeitungen sollen sie jetzt dem deutschen Publikum bekannt machen. Als wir diese Aufnahmen machten, ist Mandy gerade 16. Nee. Lass mal so, also, das Kopflicht geht mit. Achso, das habe ich jetzt nicht gemessen, das müsst ihr noch. Ist eingeschaltet, Kopflicht, ja. Drück mal drauf, ach, du kannst nicht mehr. So, das Kopflicht ist nicht drauf, auf ihr. Das leuchtet darüber. Etwas mehr so rüber, Ingo. Ja, besser, danke. Und die Klappe vorne, die obere. Ja, danke. Ist es nur noch short, ja? Ja, it's the last one. Okay, now we do it for the right. Yeah. Das ist Mandys Manager. Er begleitet sie auf Schritt und Tritt. Er wacht darüber, wie Mandy auftritt, wie sie sich kleidet und welches Bild man von ihr macht. Er führt Regie. Haben Sie eine bestimmte Botschaft, die Sie mit der Fotografie von Mandy vermitteln wollen? Well, we discussed before photographs. I discussed with the photographer. Der Manager erzählt, wie er vor dem Fotografen gesagt hat, welche Bilder er gern von Mandy haben möchte. Mandy sei nicht so wie die Pin-up-Mädchen in den Boulevardzeitungen. Mandy sei seriöser. Ihm komme es darauf an, dass sie ein ernsthaftes Image bekommt. So I think when you saw us working today, my concern sometimes showed that the shots would project Mandy and her image rather than just sexuality. Glauben Sie, dass die Fotos wichtig für die Karriere von Mandy Smith sind? Very. Well, the photographs, the young people tend to collect records, but they also collect photographs. Er sagt, junge Leute, die Platten sammeln, wollen auch Fotos von ihren Stars.
Wenn die in so wichtigen Zeitschriften wie Bravo abgebildet sind, steigert das ihre Popularität. Es ist wichtig, drin zu sein. So today's? Next week. Next week. Next week. That's the hair, sure. Haven't seen it before. Oh, that's good, isn't it? Okay. Look at it. Well, there you are. Do you want me to actually sign them or not? Yeah, just sign it and so, show it to the, on the camera. Title. Man ist zufrieden mit der Pressearbeit von Bravo. Jetzt soll Mandy ihre Platte signieren. Auch diese Fotos werden in einer der nächsten Ausgaben erscheinen. Die Zusammenarbeit zwischen Mandy und Bravo nützt beiden. Bravo macht Mandy populär und Mandy steigert durch ihre Attraktivität die Auflage von Bravo. Just really sit on it. And bring your legs up, please. Up. Yeah. Mandy posiert mit ihrem Produkt vor der Kamera. Das ist ein gewohntes Ritual in der Bravo-Redaktion. Welchen Informationswert aber haben solche Bilder? Oder wird hier nur noch Werbung gemacht? Frau Prochnow von der Plattenfirma ist an solchen Bildern besonders interessiert. Wir fragen sie nach den Aufgaben, die sie als Produkt- und Werbemanagerin hat. Was bedeutet das? Wir sorgen dafür, dass tagtäglich was in der Zeitung zu sehen ist. Wenn Sie heute zum Beispiel die AZ aufgeschlagen hätten, Titelseite mit Mandy, Ankündigung für das Fernsehen, was am Samstag ja ist. Und das gehört eben auch dazu. Haben Sie das sozusagen in die Zeitung gebracht oder den Anstoß dazu gegeben? Wir haben letzte Woche in London Fotos produziert, speziell jetzt für die Vorabankündigung fürs Fernsehen. Ohne Optik verkauft man heute gar nichts, sagt Frau Prochnow. Je mehr attraktive Fotos von Mandy in der Zeitung erscheinen, desto besser. Es gilt, in die Charts zu kommen. Das erst garantiere einen gewinnbringenden Plattenverkauf. Die Plattenfirma stellt den Redaktionen diese Fotos sogar kostenlos zur Verfügung. Sie will das Image der Sängerin bestimmen. Denn das Image eines Stars, sein Markenzeichen, ist entscheidend für den Erfolg. Was hier gemacht werden, muss ich sagen, passt genau zu ihrem Typ. Sie ist 16 Jahre alt und das Outfit, was sie hat, passt total. Das ist genau das Image, was wir auch gerne sehen möchten für Mandy. Ja. Ein ganz kleiner Abmachen, ne? Bitte, David, wir gehen jetzt da rein. Was ist denn vor ihr? Die sollte eigentlich hier stehen, ne? Im Münchner ZDF-Studio wird eine neue Ausgabe der Unterhaltungssendung Na sowas einstudiert. Mandy bereitet ihren ersten Fernsehauftritt vor. Bravo wird darüber berichten. Es ist der Plattenfirma gelungen, Mandy hier vor einem Millionenpublikum singen zu lassen. Eine große Chance für Mandys Karriere. We should have a small talk. Hello, hello. Hello. Mandy, hello, bum, bum. And I'm going to say, Mandy Smith, I can't wait. In wenigen Minuten muss der Pressefotograf sein Bild geschossen haben. Die Konkurrenz ist groß, denn die meisten Fotografen arbeiten frei. Nur der Schnellste wird sein Foto verkaufen können. Warum ist Mandy Smith besonders attraktiv für Fotografen? Weil es am meisten Geld dafür gibt. Was heißt das? Nicht dem Mädchen, dass man ein junges Mädchen leichter verkaufen kann als einen alten Mann, beispielsweise. Mhm. Hast du einen bestimmten Auftrag ja. für diese Geschichte? Ja. Wie lautet der? Ja, Mandy Smith ablichten. Hier und dann oben im Studio. Mhm. Und soll das in einer bestimmten Weise geschehen? Sollen das bestimmte Bilder sein? Ja, möglichst sexy, nicht? Wie? So ein nettes Mädchen. Ja. Soll sie ein bisschen ausziehen, also. Muss noch mal mit ihr reden, aber. Und, sie wird's tun? Ja, die will doch berühmt werden, also bleibt ihr nichts anderes übrig. Mhm. Thank you.
Wenn die Fotografen ihre Bilder in den Redaktionen abgeliefert haben, ist ihre Mitsprache zu Ende. Jetzt entscheiden die Redakteure. In der Bravo-Redaktion werden die Studioaufnahmen mit Mandy gesichtet. Eine Auswahl muss getroffen werden. Unter vier Augen möchtest du nehmen? Das haben wir noch nicht eingeplant, oder? Im Fanclub. Gut. Wenn man jetzt vorher geht, dann ist das Motiv aber gezeigt. Das ist schlecht. Also der Chefredakteur und der Artdirektor, unser Fotograf ist nur Zuschauer, planen die Aufmachung der Mandy-Seite. Und das ist vorher, sagst du, ist das Motiv weg? Das kann ich überhaupt unterbrechen. Sie sind gerade dabei, die Fotos für die Mandy-Seite, für das Poster, aber offenbar für den redaktionellen Teil auszusuchen. Mhm. In welcher Richtung haben Sie jetzt Bilder ausgesucht? Also was? Erstmal nur Poster. Das Poster vor allem. Mhm. Das waren die 6x6 Bilder. Ja. Worauf kommt es Ihnen? Ja, worauf kommt es Ihnen dabei an? Welches sind so die Kriterien Ihrer Auswahl? Es muss möglichst plakativ sein. Es soll, da es einen anschaut, möglichst langere Zeit, erstmal von Top-Qualität sein. Zweitens soll irgendwie ein Augenkontakt da sein von dem Star. Es muss halt immer ein erfreulicher Anblick sein. Mhm. Und man muss ihm ins Auge gucken können, dem Star, und man muss irgendwie angesprochen werden dadurch. Mhm. Und erfüllt Mandy diese Voraussetzungen? Eigentlich ja. Die ist jung, frisch, etwas überzogen vielleicht. Das müssen wir eben sehen, ob sie sehr als Plastik empfunden wird oder ob sie so akzeptiert wird, wie sie ist. Es ist jedenfalls ein überraschender Anblick. So kennt man sie. Wobei dieses Sakko auch neu ist. Das ist auch noch nie fotografiert worden. Das hatte sie im Fernsehen, glaube ich, nicht an, oder? Oder war das das? Weiß nicht. Warst du auch beim Fernsehen? Ein Sakko hatte sie auch nicht. Und das hat, also den Badeanzug, den hat auch keiner. Kein anderer. So, aus der Serie. Das ist nicht zu vampig. Das Konzept von Bravo, ist das eher eine Illustration der Musikszene, der Popszene? Oder geben Sie die Möglichkeit, auch mal hinter die Kulissen zu blicken? Ja, das machen wir eigentlich dauernd, dass wir hinter die Kulissen auch gucken. Aber in erster Linie ist es natürlich so, dass wir die Stars zeigen wollen, attraktiv zeigen wollen, die sie vom Bildschirm, von der Platte her kennen. Und deswegen versuchen wir sie möglichst attraktiv ins Bild zu rücken. Das oder ist das? Das können wir das sein. Wir wollen die Stars möglichst attraktiv zeigen, sagt der Chefredakteur. Hinter die Kulissen wird nicht gesehen. Sag mal, schau mal. Ich habe hier eine Seite Farbe, wird das? Mandy Smith. Und zwar nimmst du hier sie in ganzer Figur als Aufmachung und dann klickst du zwei, drei kleine Bilder ein. Ja, okay. Normal, Titel, Motto und 50 Zeilen Text. Mhm. Ja? Okay. Das Layout der Zeitschrift entscheidet mit darüber, welcher Eindruck, welches Image von einem Star entsteht. Was ist das Gestaltungskonzept, das Layout-Konzept Ihrer Zeitschrift? Können Sie das umreißen? Es soll möglichst den Leser anspringen, sofort neugierig machen. Es soll also von der Optik auf das Thema zugehen. Das Bild ist praktisch der erste Eye-Catcher, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen müssen die Bilder und das Layout sehr bewegt, aktiv sein. Und in zweiter Linie kommt dann eben halt die Hinreise zum Text. Das Foto soll Blickfänger sein. Das Foto lenkt den Blick, erzeugt Sympathie oder Abneigung. Es weckt Gefühle. Die Art und die Montage der Bilder entscheiden darüber, ob ein schöner Schein vorgegaukelt oder ob authentisch und kritisch berichtet wird. Das Konzept von Bravo, vor allem Unterhaltung zu bieten, scheint erfolgreich zu sein. Das beweisen die Verkaufszahlen. Die Frage ist, ob eine Jugendzeitschrift mehr bieten kann.